Warum werden angebliche UFOs oft in der Nähe von Militärstützpunkten gesichtet? Kann es sein, dass Außerirdische die Einrichtungen ausspionieren, um die menschliche Verteidigungsfähigkeit einschätzen zu können? Oder arbeiten die Aliens heimlich mit den Regierungen zusammen? Vielleicht existieren gemeinsame Projekte. Ein Mann aus Rheinland-Pfalz hat etwas gefilmt, das beide Möglichkeiten plausibel erscheinen lässt. Juli 2020, nahe der rheinland-pfälzischen Stadt Kilburg. Wolfgang Stadtfeld und seine Frau gehen zusammen mit Freunden spazieren. In der Nähe der US-Militäreinrichtung Spangdahlem bemerken sie plötzlich etwas Merkwürdiges am Himmel. Wolfgang nimmt sein Handy zur Hand und beginnt zu filmen. Auf dem Video sieht man ein seltsam geformtes Flugobjekt, das neben einem Flugzeug fliegt. Wolfgang und seine Begleiter sind verblüfft. Ich bin Wolfgang. Das ist mein Video. Wir haben zwei fliegende Objekte bemerkt. Links war offenbar ein kleines Flugzeug zu sehen. Schwer zu sagen, um was es sich bei dem anderen Objekt gehandelt hat. Die beiden Objekte flogen nebeneinander her. Bei dem unbekannten Flugobjekt war nicht zu erkennen, wie es sich vorwärts bewegte. Es waren keine Flügel zu sehen und auch nicht, dass es nach rechts und links oder nach oben und unten schwankte. Für mich war das ein UFO. Es war nicht rund, sondern hatte eine dreieckige Form. So etwas habe ich noch nie gesehen. Um was handelt es sich? Meistens sieht man in Videos von UFOs keine anderen Objekte, mit denen man sie vergleichen kann. Aber in diesem Clip erkennt man deutlich ein Flugzeug auf der linken Seite. Es wirkt, als würde das UFO seine Geschwindigkeit dem Flugzeug anpassen, auf Abstand bleiben und neben ihm weiterfliegen. Seine Form stimmt mit keinem menschgemachten Flugobjekt überein. Das ist definitiv ein UFO. Es wäre interessant herauszufinden, in was für einer Beziehung die beiden Flugobjekte stehen. Schwer zu sagen, wer hier wen verfolgt. Fliegen sie bewusst zusammen? Oder observiert eines der Objekte das andere? Wenn ja, welches davon ist der aktive Part und welches wird beschattet? Das wirft die Frage auf: Bemerkt der Pilot des Flugzeugs das andere Objekt? Im Flugzeug ahnt man vermutlich nichts von einem UFO rechts davon. Ich vermute, das UFO hat Interesse an dem Flugzeug, doch dessen Pilot sieht es gar nicht. Ob es sich nun um Verkehrsflugzeuge, Privatmaschinen oder auch Kampfjets handelt, alle werden von der Flugsicherung erfasst. Dort überwacht man den Luftraum. Man sorgt dafür, dass die Maschinen genug Abstand einhalten, um Kollisionen zu vermeiden. Ich bezweifle, dass man hier ein genehmigtes Manöver sieht. Vielleicht gibt der Ort, an dem das Video entstanden ist, Aufschluss über das seltsame Schauspiel. Wie viele UFO-Aufnahmen wurden auch diese in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes gemacht. Man fragt sich, ob man dort über die Flugobjekte Bescheid weiß. Handelt es sich vielleicht um eine Neuentwicklung des Militärs? Es kann sein, dass man hier eine Militärmaschine sieht, was aber eher unwahrscheinlich ist. Wäre das eine neue Technologie, würde man sie nicht am helllichten Tag für alle sichtbar zur Schau stellen. Daher vermute ich, es handelt sich eher um ein UFO als um ein Militärflugzeug. Ist es denkbar, dass es sich hier um ein außerirdisches Flugobjekt handelt, das dem Militär bekannt ist?
Wurde ein Alien-UFO entdeckt und nachgebaut? Oder sind die Außerirdischen schon unter uns und arbeiten mit uns zusammen? Ist das ein Schachzug der Regierung? Wenn ja, wäre das eine großartige Taktik. Durch solche Videos würde man unseren Feinden kundtun: Seht euch vor, wir haben Aliens auf unserer Seite. Wolfgang hat keine Ahnung, was auf seinen Aufnahmen zu sehen ist. Doch der Zwischenfall hat ihn zum Nachdenken gebracht. Würde man mich fragen, ob es meiner Meinung nach Leben außerhalb der Erde gibt, muss ich das natürlich bejahen. Ob dieses Flugobjekt von Außerirdischen oder Menschen konstruiert wurde, kann ich nicht beurteilen. Eine Erklärung, um was es sich gehandelt hat, habe ich bis heute nicht. Was kann ich aber noch nicht entdecken? Was tun, wenn Sie etwas Übernatürliches erleben? Hier ein paar Tipps für gute Aufnahmen. Trauen Sie Ihren Instinkten, denn was Sie sehen, könnte paranormal sein. Checken Sie Ihre Videos immer genau. Filmen Sie weiter, auch wenn Sie Angst haben.